Warum rufen die Ideen, die wir verteidigen, überhaupt Gewalttätigkeit hervor? Die Antwort ist einfach. Die anderen Bewegungen sind rein nationalistisch, für die Innenpolitik bestimmt, interessieren unsere Verbündeten nicht. Und dann? Er ist auf die Knie gefallen. Es gab ein furchtbares Durcheinander. Auf die Knie? Ist sein Kopf nicht auf das Straßenpflaster aufgeschlagen? Keineswegs. Er kniete umgeben von Demonstranten, die von überall herbeiliefen. Und von Polizei, die sich passiv verhielt. Was für Demonstranten? Wer war um ihn herum? Wir müssen die gesunden Glieder unserer Gesellschaft gesund erhalten. Und wir müssen die schon befallenen Glieder heilen. Gott weigert sich, den Roten Licht zu geben. Nehmen wir dagegen als wahr an, dass es einen von einer Gruppe vorbereiteten Plan gegeben hat. Eine Gruppe, die von der Polizei unterstützt oder toleriert worden ist. Gerüchte, Gerede, Geschwätz. Hinter jedem dieser sogenannten Beweise verbergen sich Intrigen jener Leute, die sich Pazifisten nennen. Und die jetzt eine Gelegenheit wittern, sich einen Helden zu schaffen. Weißt du, ich frage mich, ob wir überhaupt noch den Willen haben zu kämpfen. Er hat ihn gehabt und deshalb haben sie ihn umgebracht. Und sie wollen jetzt die Armee und die Justiz desavouieren. Einzigen noch intakten Kräfte in diesem von Parteien und Parlamentarismus zerrissenen Land. Es ist wirklich eine Revolution. Die Regierung wird stürzen. Die Extremisten werden weggefegt. Die Wahlen werden eine Sturmflut auslösen.